Wir wollen die Fähre von Vallecanre nach San Sebastian. Das fordern die Demonstranten im Hafen von Vueltas. Und die Fähre wird zum 1. Februar eingestellt. Und die Inselregierung will die Subventionen nicht mehr zahlen. Der Benche Express verkehrt viermal täglich auf La Gomera und ist für Einheimische unentbehrlich und für Touristen die schnellste und billigste Verbindung ins Vallecanre. Die Einstellung trifft viele hart. Wir wollen die Fähre, denn die Alternative heißt Taxi zu 60 Euro oder der Bus, der 2 Stunden braucht. Kranke brauchen viel länger ins Krankenhaus, Kinder kommen nicht mehr zur Schule, Arbeiter nicht zur Arbeit. Eine fatale Entscheidung der Behörden. Und das sieht die Besatzung des Benche Express wohl ähnlich. Klar ist bisher, ab dem 1. Februar muss jeder selbst sehen, wie er von Vallecanre nach San Sebastian kommt. Und wie man hört, ist die Fährverbindung neu ausgeschrieben. Und das kann dauern. Thank you.